Wir sind hier im neuen MAN Lion City. Der ist jetzt zum ersten Mal auch in Wien. Wir sind hier auf der Wiener Höhenstraße. Und ich hatte das Vergnügen, den Bus schon in Nürnberg bei der internationalen Fahrpräsentation fahren zu dürfen und auch in München. Und jetzt auf dem besonders herausfordernden Kopfsteinpflaster hier in Wien hat er sich auch vom Fahrwerk her wacker geschlagen. Das Fahrzeug ist aus unserer Sicht die Antwort auf die urbanen Fragen von morgen, weil er eben sämtliche aktuellen Antriebstechnologien vereinheitlicht über Diesel, Erdgas und Elektro. Und darüber hinaus ist das Einsparpotenzial im Vergleich zu seinem Vorgängermodell enorm. 16% Einsparung, bis zu 16% Einsparung im Kraftstoffverbrauch und bis zu 6,6% Einsparung im Bereich der Total Cost of Ownership bzw. Lifecycle Costs. Der Vorführbus hat 36 Sitzplätze und bei der zweiten Tür eine Rampe für Rollstuhl und Kinderwagen. Und im Bus ist Platz für einen Kinderwagen und einen Rollstuhl. Das Fahrzeug verfügt für beide Antriebsstrangtechnologien Erdgas und Diesel über ein sogenanntes Efficient Hybrid System. Das ist im Wesentlichen eine sogenannte Stopp-Start-Automatik. Das heißt, in dem Moment, wo das Fahrzeug an einer Haltestelle fährt oder an einer Ampel fährt, geht der Motor aus und wird durch ein sogenanntes Kurbelwellen-Startergehäuse automatisch wieder durch elektrische Energie gestartet. Wir haben auf dem Fahrzeugdach noch einen Kondensator verbaut, der bei Rekuperation, also Bremsenergierückgewinnung, diese Energie in diesem Kondensator speichert. Und sobald das Fahrzeug steht, wird aus diesem Kondensator das Bordnetz des Fahrzeugs mit Energie versorgt. Und das führt natürlich zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen. Und das liegt bei ungefähr 16% und damit auch zu einer Verbesserung der CO2-Emissionen. Und natürlich hinsichtlich Verbrauchskosten und TCO zu einem erheblichen Wettbewerbsvorteil. Wir werden ihn in den Standardgefäßgrößen anbieten, und zwar für alle drei Fahrzeugkomponenten. Den Diesel in 12 Meter und 18 Meter Gelenkzug, den Erdgasbus ebenfalls in 12 Meter und 18 Meter und den Elektrobus ebenfalls. Und zusätzlich werden wir in Brüssel jetzt noch die Gefäßgröße 18,75 Meter für den Erdgas- und den Dieselbus vorstellen.